die Lappenbank AG Konkurs gegangen. Alle Kunden stehen vor der Tür und möchten ihr Geld. Doch leider darf die Lappenbank AG nichts mehr auszahlen. Was passiert jetzt? Damit alle Kunden gleich behandelt werden, wird ein Kollokationsplan aufgestellt. Der unterteilt sich in 3 Klassen. In der ersten Klasse sind offene Lohnforderungen von den letzten 6 Monaten, das Guthaben von Vorsorgeeinrichtungen und von der Unfallversicherung. Dann kommt die zweite Klasse. Dort drin sind die restlichen Sozialversicherungsbeiträge, das heisst AHV, IV und EO, privilegierte Forderungen, das heisst von allen Kundengeldern und Kassenobligationen, die ein Kunde bei der Lappenbank AG hat, 100'000 Franken und nochmal 100'000 Franken pro Person für ein Säule 3a-Konto. Als letztes wird die dritte Klasse berücksichtigt. Das sind alle übrigen Forderungen, falls es überhaupt noch Geld hat. Alle restlichen Kundengelder verfallen. Was wichtig ist: Wertschriften kommen nicht in den Kollokationsplan, da Depotpositionen auf eine andere Bank übertragen werden können. So werden alle Kunden gleich behandelt und alle sind mehr oder weniger wieder zufrieden.